Hallo und herzlich willkommen. Ich bin Slowaka. Weiter geht's mit Disco Elysium auf Deutsch. Und wir sind hier am Ende des Tribunals. Elisabeth ist zumindest am Verbluten, wenn sie nicht gestorben ist. Noch jemand von den Hardy Boys ist gestorben. Wir haben, glaube ich, jetzt auch alle Söldner umgebracht. Aber auch wir haben einen Schuss abbekommen und betreten jetzt hier die Tür des Todes. Werde ich jetzt ein Geist sein oder wollen wir weiter? Wir wollen weiterkämpfen. Lass mich weiterkämpfen. Keine Tür in den Tod, bitte. The fight? There is no fight. The fight is over. It was lost a thousand years ago. You have laid here forever. Keep falling. Das limbische System. Kämpfen? Hier gibt es keinen Kampf. Der Kampf ist vorbei. Er wurde verloren. Vor 1000 Jahren. Du liegst schon ewig hier. Fall weiter hinab, tiefer. Geh durch die Tür. Er geht nicht hindurch. Sein Körper geht nicht hindurch. Meine Güte, nein, er zerfällt nicht. Stattdessen schwillt er an. Stundenlang im Schmerz. Er jammert im Schlaf und rottet vor sich hin und wird desinfiziert und riecht nach Drogen und fühlt die Spucke in seinem Mund. Dämmert unter dem Einfluss von Schmerzmitteln dahin, schlägt in seinem schmerzvollen Schlaf um sich. Er kann nicht gehen, sagt unsere Willenskraft, nicht bevor der Fall nicht gelöst ist. Da ist ein Radio in der Ferne, ein Radio der Welt. Es gibt Geräusche von sich. Guten Morgen, Elysium. Bald wirst du auf die Welt zurückkehren. Stunden werden zu Tagen. Bald wird er aufstehen und es wieder und wieder durchmachen. Endlich wissen wir, was diese Höllenmaschine da draußen war. Die Kriegsfanfare. Er war es. Er ist die Höllenmaschine. Er hört nie auf. Es wird nur immer schlimmer. Da läuft mir ein Schauer über den Rücken bei diesem Spiel. Und das nicht das erste Mal. Da sind wir scheinbar wieder im Whirling and Rags oben. In unserem alten Zimmer, was ein bisschen aufgeräumt wurde. Unter der orangenen Jacke erkennst du Kims vertrauten Umriss. Vor Schmerzen siehst du ihn erst doppelt, dann dreifach. Kim? Der Auftrag, kehre ins Whirling and Rags zurück, wurde abgeschlossen. Sunrise Parabellum, sagt der Lieutenant. Er steht in der Mitte eines vor kurzem sauber gemachten Zimmers. Der Deckenventilator über seinem Kopf wirkt wie ein Heiligenschein. Sein Gesicht ist mit blauen Flecken übersät. Was haben Sie gesagt? Sunrise? Sunrise Parabellum. Sonnenaufgang. Rüste dich für den Krieg. Das ist ein altes Sprichwort der Revolutionäre. Ist heute Krieg? Meine Waffe, das ist auf ihr eingraviert. Sie hat Ihnen gute Dienste geleistet. Ist heute Krieg? Er sieht aus dem Fenster. Die Tore am Hafen sind zugenagelt, die Straßen sind ein wenig leerer. Ich kann erleichtert sagen, dass die apokalyptische Gewalt noch nicht losgebrochen ist. Möglicherweise haben wir sie abgewendet, zumindest vorerst. Er öffnet den Reißverschluss seiner Fliegerjacke. Gerade so. So ein Pech. Sagen wir mal gut. Ja, außerdem sind wir auf ganzer Linie gescheitert. Aber das ist in Ordnung. Autsch. Es ist noch keine Zeit für Autsch. Sie haben erst vor einer Stunde eine Duramin-Tablette genommen. Ja, okay, dieses Zimmer ist ja ganz sauber. Herr Garrett hat es sauber gemacht.
Es hat ihn einen ganzen Tag gekostet. Wie lange war ich weg? 2 Tage. Mehr oder weniger weg. Sie waren wach genug, um Dramin zu nehmen und zu fluchen und Wasser zu trinken. Oh, tatsächlich ist es Tag 7 jetzt schon. Was ist passiert? Was passiert ist, sie haben dem Major ins Gesicht geschossen. Das hat zu einem Feuergefecht geführt. Ist er tot? Ja. Ein blutiger Mörder, sagt unser Innenleben. Ich bin ein Mörder. Sie sind ein Offizier des BMR. Er fährt fort, ohne auf eine Antwort zu warten. Als Vergeltung hat ihr Schütze versucht, sie zu erschießen. Er hat den Kyras getroffen. Ich konnte hören, wie die Kugel abgeprallt ist. Ich habe versucht, ihn ins Visier zu bekommen. Ich habe ihn angeschossen. Als Glenn eine Kugel in die Wirbelsäule bekommen hat, sie war für mich bestimmt. Er hat nicht überlebt. Er macht eine Pause. Es ist nicht das erste Mal, dass jemand an seiner Stadt gestorben ist, erkennt unsere Empathie. Er fährt fort. Titus, der dicke Angus und Theo sind vorgeprescht. Angus und Theo haben es nicht geschafft. Sie sind beide gestorben, bevor sie in der Notaufnahme angekommen sind. Genau wie Alan und der Musiker. Sein Name ist mir entfallen. Eugene? Ja, er ist auch noch am Leben. Wir nicken. Zu dem Zeitpunkt waren sie am Verbluten. Ich glaube, sie haben etwas über ihre Frau gesagt und sie haben mich gewarnt. Ich konnte einer von ihnen entwaffnen, The Paul, bevor sie mir zuvorkommen konnte. Danke, sagt er, erkennt unser Chorgeist. Ich habe sie getötet. Der Lieutenant nimmt eine Zigarette aus seiner Jackentasche und zündet sie an. Ein bitterer Geruch füllt das Zimmer. Und das ist die ganze Geschichte. Ich dachte, sie rauchen nur eine am Tag. Genau, die hier. Und sie sind alle tot, alle 3 Sicherheitskräfte? Er nickt. Der Paul ist als letztes gestorben. Efrat hat ihre Leichname für ein Begräbnis zu Crandall überführen lassen. Die Firma hat bisher keine Vergeltung geübt. Warum nicht? Weil wir sie abgeschreckt haben. Oder Joyce? Vielleicht ist der Hafen in komplett abgeriegeltem Zustand ein zu verlustreiches Ziel. Oder vielleicht, er atmet den Rauch aus und überlegt. Vielleicht wollen sie auch nichts überstürzen und greifen bald an. Ich weiß es nicht. Also haben sie auch getötet? Er nickt. Also sie, Kim. Wie viele Verluste hat es in den Reihen der Gewerkschaft gegeben? Insgesamt. 4. Glenn, Theo, Angus, der Dicke und... Angus, der Dicke, er hat eine Menge Kugeln abbekommen. Er macht eine Pause. Und auch Elizabeth. Elizabeth Beaufort war ihr Name. Die Gärtnerin. Sie hat nicht überlebt? Nein, sie ist verblutet, bevor Efrats Mediziner etwas für sie tun konnten. Efrat hat seinen Leibarzt geschickt, aber er schüttelt mit dem Kopf. Ein teurer Verlust für die Gewerkschaft. Sie wurde für die Führungsriege ausgebildet. Ich habe getan, was ich konnte, oder hätte ich ihrem Anführer die Theorie nur geschickter präsentiert? Ja, ein bisschen Sorry-Cop sind wir auch noch, oder? Hätte ich das nur geschickter gemacht? Oh, eine Moral, ja gut. Sie hatte nie eine Chance, sagt Kim. Sie hätte gar nicht erst dort sein sollen. Es war unmöglich, diese Leute zu überzeugen. In diese Richtung solltest du nicht weiter nachdenken. Du bist zu kaputt, um Gespenstern nachzujagen. Ja, gut. Und das ist alles, sagt Kim und nickt. Das ist gar nicht so schlimm, so wie ich das sehe, hätte es nicht besser laufen können. Nein, das ist eine Vollkatastrophe, Kim. Ja, Officer, sagt er ruhig. 7 Leute sind tot. Das kann man nicht gerade als Erfolg bezeichnen. Aber was passiert ist, ist passiert. Der Gewalt ist Einhalt geboten worden. Die Hornissen haben es nicht in den Bienenstock geschafft. Er reibt sich sein geschwollenes Kinn. Das schlimmstmögliche Szenario ist nicht eingetreten. Noch nicht. Und, er lächelt, wir sind immer noch am Leben. Alle beide. Seine Raucherei, sein gekrümmter Rücken, dir geht es schlimmer,
Und er hat eine ordentliche Abreibung bekommen. Aber er hat eine ordentliche Abreibung bekommen. Diese Zigarette erfüllt einen medizinischen Zweck. Wie schlimm bin ich verletzt? Mehr oder weniger schlimm. Ihnen wurde in den linken Quadrizeps geschossen. Das ist ihr Oberschenkel. Ihre Hauptadern wurden offenbar verschont. Die Kugel wurde entfernt und ihre bakterielle Infektion mit Mercurochrom behandelt. Er deutet auf deine Schulter. Die Prellung in ihrer Schulter ist unwesentlich. Die Rüstung hat die Wucht der Kugeln geschluckt. Kann ich laufen? Das werden wir sehen. Fragen wir erstmal, ob er verletzt ist von meinem Revier. Es waren ja eigentlich zwei Leute da. Wo sind die eigentlich gewesen? Sind sie verletzt? Nur ein wenig. Er reibt sich das Kinn. Ich habe eine Gehirnerschütterung, weil mich diese Frau mit ihrem Waffenschaft geschlagen hat. Ich versuche, mich nicht zu sehr zu bewegen. Wenn sie mich nicht gewarnt hätten, würde es jetzt schlechter um mich stehen. Er hält kurz inne. Danke dafür. Sie hat mich auf dem falschen Fuß erwischt. Dumm von mir. War jemand von meinem Revier hier, um mich zu besuchen? Nein. So, unser Chorgeist erkennt wieder was oder erinnert sich an etwas aus dem Revier offensichtlich oder zumindest von unseren Kollegen. Ein Mann und eine Frau sitzen auf den Vordersitzen eines gepanzerten Motorwagens. Die Frau ist am Steuer, der Mann zündet sich eine Zigarette an. Sein Name ist Jean Vigmarais. Die Reifen der Maschine rasen über den Asphalt. Vor ihnen steigen Hafenkräne in den Himmel empor. Also Jean Vigmarais war auf jeden Fall eigentlich im Whirling Rags, noch kurz vorher zumindest. Und wieder zurück ins Rattenloch, sagt er. Okay, die sind also abgehauen. Ich bin denen vollkommen egal. Gut, ich brauche sie nicht wirklich nicht. Ist das nicht eigenartig? Ja, ein bisschen eigenartig ist das schon, finde ich. Ich habe mich nach dem Kampf bei ihrem Revier gemeldet. Die Verletzung wurde erfasst. Sie haben mir gesagt, dass sie Officers entsandt haben, die zu ihnen stoßen werden. Merkwürdig. Sie haben aber niemanden gesehen, oder? Er hält kurz inne. Ich bin mir sicher, dass sie sich Sorgen um sie machen. Wer hat mich behandelt, wenn nicht mein Revier? Ich war das. Ich wusste gar nicht, dass sie das können. Ich sag mal danke. Keine Ursache. Okay, dann stehen wir mal auf. Wenn wir können. Es scheint schwer zu sein. Immer mit der Ruhe, sagt Kim. Vor deinen Augen verschwimmt der Lieutenant wieder zu einem Doppelbild. Ein orangener Farbfleck des Schmerzes. Wie geht's Ihnen? Ich fühle mich wie neu geboren. Es spielt keine Rolle, weil ich egal bin. Mir geht's richtig schlecht, Kim. Meine Disco-Zeit ist vorbei. Mir ist gerade nicht nach Scherzen zumute. Ich würde mal sagen, Good News. Der Lieutenant beobachtet dich dabei, wie du dich kaum auf den Beinen hältst. Wie geht's jetzt weiter, Kim? Ich weiß es wirklich nicht. Sie wissen es nicht? Ich weiß es auch nicht. Sie wissen es nicht? Wir können nicht mit Efrat reden. Der Hafen ist abgeriegelt. Alle, die sich dort befinden, sind jetzt außerhalb unserer Reichweite. Joyce ist auch weg, weil wir uns eingemischt haben. Sie denken, dass es keine gute Idee war. Ich weiß nicht, was ich denken soll. Vielleicht war es auch gar keine schlechte Idee. Irgendwo im Getriebe sitzt ein Rädchen, das Crandall davon abhält, einen Todesschwadron zu schicken. Er blickt zum Fenster hinaus. Vielleicht ist sie es. Vielleicht hat sie ihren Teil der Abmachung erfüllt. Ruby ist auf jeden Fall weg und Klaas ja auch. Wir hätten sie wirklich verhaften sollen, wissen Sie? Moment mal, Sie haben nachgesehen, sie ist wirklich... Ja, ich frage mal nach ihr. Garth hat mir bestätigt, dass sie 20 Minuten bevor das Tribunal aufgetaucht ist, verschwunden ist. Na gut, wer war es dann, Kim? Wer hat den Gehängten auf dem Gewissen? Ich weiß es nicht. Ich glaube, die Theorie, die Sie angestellt haben, dass es jemand anders gewesen sei, außerhalb des Kreises unserer Verdächtigen, war korrekt. Man kann es nur hoffen. Jeder innerhalb des Kreises ist entweder tot oder verschwunden. Ehrlich gesagt hat uns unsere Ermittlung zu keinem einzigen echten Verdächtigen geführt. Seine Stimme ist ruhig und sachlich.
So, das kommt alles davon, dass ich Laputa Madres Peone bin, oder? Maiglöckchen, die Blumen, das Loch in der Wand, die gottverdammten Fußspuren, es gibt so viel. Aber dass ich Laputa Madres Peone bin, das ist tatsächlich nochmal eine spannende Geschichte. Da gehe ich mal drauf ein. Seien Sie nicht so selbstverliebt. Die Hälfte der Polizisten in Revachol West sind seine Peones. Selbst wenn sie dazugehören würden, wäre das kein entscheidender Faktor für diesen Fall. Da ist durchaus etwas dran, sagt unsere Logik. Okay, da freue ich mich schon mal drüber. Schuss aus der Ferne. Was ist mit dem Loch in der Wand? Jemand hat ein Auge auf sie geworfen. Ich weiß nicht. Er reibt sich die Nacken. Das ist schon seit Jahren da. Die gottverdammten Fußspuren. Ja, sagt er, die verfluchten Fußspuren uns einfach zu keiner Lösung zu führen. Oh, Diable. Also es besteht immer noch eine Wahrscheinlichkeit von 28%, dass der Schuss aus der Ferne abgefeuert wurde. Wir sollten nach oben gehen und noch einmal an Ort und Stelle die Ballistik durchgehen. Er nickt leicht, etwas schmerzerfüllt. Ich sehe das wie Sie. Gibt's sonst noch was? Überall sind diese alten Bunker und Waffenverstecke aus der Revolutionszeit. Würden wir es darauf anlegen, könnten wir noch tausend weitere finden. Ganz Revachol ist voll davon. Aber sie haben doch so geheimnisvoll gewirkt, sagt unser Innenleben. Ich kann einfach nicht glauben, dass sie alle so scheiß nutzlos sind. Kein Grund, so melodramatisch zu werden. Die verfluchten Maiglöckchen, Kim. Die Blumen. Was? Sie waren auf dem Dach. Ich habe sie nicht erwischt. Ich verdammter Tollpatsch. Es steht nicht jeder Mist in dieser Stadt mit dem Fall in Verbindung. Sie müssen nicht alles erwischen. Wissen Sie, was ich von der Verbrechensaufklärung halte? Er zieht eine Augenbraue nach oben. Der Deckenventilator dreht sich geduldig über seinem Kopf. Verbrechen aufzuklären ist anstrengend, fast unmöglich, super leicht. Eigentlich würde ich gerne über dieses Verbrechen noch etwas reden, bevor ich Ihnen sage, wie schwer ich es finde. Nein, ich finde es anstrengend. Es ist wirklich äußerst anstrengend. Wahrscheinlich ist er wegen der Gehirnerschütterung etwas benommen, sagt unsere Schmerzgrenze. So ist es, geben wir Zeit. Geben wir auf, Zeit, was trinken zu gehen. Sie sind noch nicht bereit aufzugeben, oder? Fragen wir das mal. Nein. Er macht eine kurze Pause. Sind Sie bereit, wieder loszuhumpeln? Na klar, ich bin bereit. Gut. Er macht eine Pause. Wohin wollen Sie humpeln? Eine Böe weht von der Bucht herüber. Der Duraluminiumkasten um dich herum vibriert kaum wahrnehmbar. Eine vertraute Kälte, ein roter Faden oben auf dem Dach, straff, vom Wind gezupft wie eine Saite. Wir wollen Frau Katarsine Alasis Zimmer untersuchen. Oben wandern wir einfach ziellos herum, bis sich vor uns ein Anhaltspunkt auftut. Ich weiß es nicht, doch wir gehen nochmal zu Klaas hier. Warum nicht? Er drückt seine Zigarette an der Sohle seines Stiefels aus. Neuer Auftrag, untersuche das Fenster in Klaas' Schlafzimmer. Vielleicht werfen wir noch einmal einen Blick aufs Fenster, das, durch das er erschossen wurde. Sonst weiß ich auch nicht. Mir fällt nichts Besseres ein. Alles klar, und da sind wir wieder im Spiel nach unserem Tod. Und an der Stelle mache ich einen kleinen Schnitt. Ein neuer Tag. Eine neue Welt, glaube ich. Ein aufgeräumtes Zimmer. Nur wir sehen immer noch ziemlich kaputt aus. Ein bisschen merkwürdig mit unserem Hütchen. Aber lachen tun wir nicht mehr. So, wir können die gleichen Dinge quasi nochmal untersuchen, die hier vorher auch schon waren. Ganz am Anfang mal. Du siehst schimmernde weiße Keramik. In der Wanne liegen keine Flaschen. Nanu, die Tür steht offen. Du kannst einfach in Kims Zimmer spazieren. Kim wohnt hier. Das ist ja auch nicht schlecht. Moment mal, jetzt gucken wir uns nochmal den Spiegel an. Hier hat sich alles geändert. Der Badezimmerspiegel ist ganz freigewischt. Du siehst dein Spiegelbild, so wie es ist. Ein ganz normaler, naja, glattrasierter Polizist. Echt interessant hier, der ganze Kram. Ich möchte mich kurz ein bisschen umziehen wieder, denn das ist mir jetzt ein bisschen zu cool.
was wir da gerade anhaben. Also zu strange cool. Vielleicht wieder die Klappbrille. Mit ein bisschen mehr Logik. Was bringt uns das nochmal? Reaktionsvermögen. Genau, das habe ich jetzt für den Kampf aufgesetzt. Aber wir könnten uns einfach wieder unsere Kappe aufsetzen hier. Mit mehr Logik, ein bisschen weniger Wahrnehmung und vielleicht auch tatsächlich Chorgeist, Empathie, Auge, Hand ist eigentlich gar nicht so schlecht. Lassen wir mal den Flipper-Mantel an. Schauen uns hier noch ein bisschen um. Ist ja schon eine Weile her, dass wir hier waren. Der Ventilator steht still. Können ihn nochmal anmachen, vielleicht. Nein, der Schalter muss kaputt sein, denn nichts geschieht. Die Luft im Zimmer fühlt sich wie verdampfter Urin an. Okay, noch einmal hier reinschauen. Ja, klar, wir haben keine Zeit, um uns auszuruhen. Wir können nochmal aufs Fenster, das scheint erneuert worden zu sein. Frisch ersetztes Glas, das im Morgenlicht glänzt. Von draußen dringt Verkehrslärm herein, du bist wieder unter den Lebenden. Läuft hier tatsächlich auch was? Das Stereo-Tonbandgerät hat endlich seinen rechten Lautsprecher wieder. Auch das musste Gard reparieren. Okay, dann schauen wir doch mal bei Kim ins Zimmer rein, wenn es schon mal geht. Ein neuer Ort. Achso, jetzt haben wir es... Nein. So, dann müssen wir darüber, oder was? Hallo? Yes? Ah. Nee, ich wollte nicht mit dir sprechen. Ich wollte hier reingehen. So. Ah, das ist Kims Zimmer. Verstehe. Das hatte ich gar nicht geschnallt, dass der hier wohnt. Der Wecker ist auf 6.50 Uhr gestellt. Natürlich, ein ordentlicher Kopf wie Kim. Auf dem Schrank liegt medizinischer Bedarf. Mehr Bromin, ein Skalpell, Antibiotika. Und seine Notizen, unvollständige Unterlagen. Diese Aufzeichnungen tragen den Stempel des BMR. Offenbar sind es halbfertige Fragmente der Unterlagen des Lieutenants. Du erkennst Notizen über diesen und andere Fälle der jüngeren Vergangenheit. Ich habe Gard die Tür zu ihrem Zimmer öffnen lassen. Er schließt seine Notizen. Sie haben in der ersten Nacht unter einem niedrigen, bakteriell bedingten Fieber gelitten. In der ersten Nacht jetzt nach dem Schusswechsel, oder? Ich falle allen zur Last. Ich sollte mich einfach verpissen. Ja, jetzt muss ich wieder... Ich spiele ja zwei unterschiedliche Figuren derzeit. Hier bin ich der Vernünftige. Für einen Augenblick dachte ich, ich sei tot. Da hinten auf dem Platz. Ich denke, sie hätten beinahe einen Herzinfarkt bekommen. Der Alkoholmissbrauch hat ihnen mehr geschadet als die Kugeln. Er macht eine kurze Pause. Wir sollten gehen. Okay. Wenn du das sagst, dann gehen wir. Ah, durch die Tür kommen wir nicht. Dann gehen wir durch unsere Tür raus. Das sollte ja gehen. Ich würde jetzt fast mich einmal hier auf den Balkon stellen, um mal zu gucken, was da draußen so los ist. Am Ort des Geschehens, da ist ja nun eigentlich, müssten da ja noch Blutlachen liegen wahrscheinlich, obwohl wir ja jetzt zwei Tage gepennt haben. Punkte in die Willenskraft für mehr Moral. Ja, ich zoome mal raus. Ach! Was heißt das denn? Na gut, da müssen wir runtergehen. Bonjour, Serai, Retour. Ein Tag. Mehr weiß ich nicht. Hier oben ist sonst nichts. Na gut. Dann schauen wir mal. Wir wollten uns ja zu Klaas hier begeben. Als einziger Anhaltspunkt, den wir jetzt derzeit hatten. Zumindest in ihr Zimmer, wenn ich mich richtig entsinne. Und da oben nochmal schauen, ob wir irgendwas... Aua, das Bein tut weh. Vielleicht geht es ja, wenn du nicht rennst. Ja, okay. Pass mal ein bisschen auf und schauen uns nochmal bei ihr um. Sie hat etwas auf dem Tisch hinterlassen. Und zwar Klaas' Zettel. Neben Stapeln von Rechnungen siehst du eine Nachricht. Ein paar Zeilen, die die Verfasserin hastig hingekritzelt hat, bevor sie aus der Tür geeilt ist. Es tut mir leid, dass ich alle verarscht habe. PS, ich habe ihn nicht getötet. PPS, oben ist ein Geschenk. Ein Geschenk? Der Lieutenant wendet sich misstrauisch der Treppe zu und versucht herauszufinden, ob oben in den Schatten noch jemand anwesend ist. Was könnte das für ein Geschenk sein?
Ich werde meine Waffe nicht ziehen, noch nicht, aber ich kann Geschenke nicht leiden. Tapp einfach nicht wieder in eine Funkwellenfalle, okay? Immer mit der Ruhe, nicht jeder da draußen will dir eine Falle stellen. Ja, vielleicht hat sie uns ja wirklich ein Geschenk hinterlassen. Sie scheint in Eile gewesen zu sein. Das überrascht mich kaum. Wohl wahr. Gucken wir noch einmal ins Badezimmer und in das Schränkchen. Wahrscheinlich hat sie es leer geräumt, nehme ich mal an. Der Medizinschrank ist leer, nicht einmal eine Zahnbürste. So ein Pech. Ich hatte irgendwie gehofft, dass das Geschenk da drin wäre. Sie hat wirklich alles mitgenommen. Der Lieutenant nickt. Sie hat beim Packen auf jeden Fall Prioritäten gesetzt. Ich hatte irgendwie gehofft, dass das Geschenk da drin wäre. Ich habe sie immer eher für einen Trinker als einen Drogenabhängigen gehalten, Lieutenant Gefreiter. Er sagt das, als wäre es eine Selbstverständlichkeit. Wollen wir los? Ja, natürlich. Ist ja gut, Kim. Wir gehen ja schon. Wie gut, dass wir diese Keramikrüstung hatten, ne? Ich weiß nicht, was passiert wäre, wenn wir unseren Brustpanzer nicht gehabt hätten. Da müssten wir jetzt eigentlich tot sein, oder? Keine Ahnung. Ein roter Faden aus Nylon. Er führt aus dem Zimmer heraus und aufs Dach. Sie hat den Schusswinkel, oder? Hat sie den Schusswinkel bezeichnet hier? Unser visuelles Kalkül. Ja, sie hat hier eine Richtung angegeben, glaube ich. Du siehst die gleichen zwei von Neonlicht erleuchteten Gestalten, einen Mann und eine Frau. Jetzt allerdings teilt ein roter Faden den Raum, von der Antenne draußen bis hin zum Regal an der Wand. Das ist Ballistik, sagt Kim. Sie hat uns eine Geschossbahn hinterlassen. Der Lieutenant testet den Faden mit seinem Finger. Er ist gespannt und schnellt sofort zurück. Aus dem Mund des Mannes schießt ein Strahl umgekehrter Bewegung hinaus aufs Dach. Ah! Und erweitert sich dort zu einem Radius von Orten in Martinez. B', B2' und B'3, 3'. Wo führt der Faden hin? Er suggeriert, dass die Kugel aus dem obersten Quadranten aller möglichen Winkel kam. Von einem Punkt, der hinter dem Dach liegt. B'3'. Untersuche das Fenster. Erfahrungsstufe aufgestiegen. Die Insel in der Bucht. Daher kommt's also. Will sie uns damit sagen, dass der Schuss von dem Eiland kam? Er nickt. Sofern sie nicht denkt, dass der Täter auf der Ringantenne stand, dort scheint der Faden hinzuzeigen. Spaßvogel, Kim, jetzt fängst du an, Witze zu machen, oder was? Auf dem Eiland gibt es Ruinen, eine versunkene Seefestung, das habe ich durch das Münzfernrohr gesehen. Ich erinnere mich. Er sieht aus dem Fenster und zur Bucht hinaus. Woher wusste sie, wie man das macht? Sie waren jener Nacht da. Sie wusste genau, wo im Glas sich das Einschussloch befand. Sie hatte hinterher viel Zeit, darüber nachzudenken, auf dem Dach zu stehen und das Glas anzustarren. Außerdem sieht es so aus, als ob sie so einige verborgene Talente hätte. Die Frage ist, sollen wir ihr vertrauen? Ich glaube, das ist ihre Art, sich zu entschuldigen. Das glaube ich nicht, aber was macht es jetzt noch für einen Unterschied? Außerdem ist das ein Ort, den wir doch ausschließen müssen. Das stimmt. Eine Sekunde lang wirkt er müde. Wir müssen noch etwas anderes übersehen haben, ja vielleicht. Wir können da nochmal, aber vielleicht sollten wir trotzdem der Insel einen Besuch abstatten. Der Wind fährt durch das offene Fenster, der Lieutenant seufzt und starrt in die kalte Ferne auf der anderen Seite des Wassers. Es ist eine fadenscheinige Spur, genauso gut könntet ihr in ganz Martinez herumlaufen, jeden Stein umdrehen und mit jedem einzelnen Menschen reden, aber was bleibt euch sonst übrig? Was bleibt uns sonst übrig, Kim? Nicht viel, nein. Wir können entweder gemeinsam dahin gehen oder alleine aufbrechen. Warum sollten wir jetzt alleine aufbrechen? Kim, statten wir der verdammten Insel einen Besuch ab. Okay, statten wir der verdammten Insel einen Besuch ab. Er sammelt sich einen Augenblick und sagt dann, wie kommen wir dahin? Joyce Messier hatte ihre Schaluppe, aber sie ist weg.
Lilien, die Netzflickerin, sie teert gerade ihr Boot. Ach ja, natürlich, das Dorf. Gehen wir. Ja, wir gehen gleich. Ich möchte noch einmal draußen gucken. Ein bisschen umgucken müssen wir uns schon. Noch. Ich weiß nicht, ob wir unter zeitlichem Druck sind hier gerade. Der Faden ist an der Antenne befestigt. Wir können natürlich hier nochmal durch den Geheimgang, aber ich glaube nicht, dass das uns irgendetwas bringt. Aber irgendwie runter müssen wir ja sowieso. Warum dann nicht hier? So, liebe Freunde, an dieser Stelle werde ich diese Folge beenden, obwohl das jetzt hier gerade weiterläuft, denn ich habe, wie ihr vielleicht schon beim Schnitt so ein bisschen rausgehört habt, einen Fehler gemacht, weil ich habe nämlich nicht daran gedacht, dass ich schon diese 19 Minuten hatte für diese Folge. Insofern würde ich sagen, an dieser Stelle ist Schluss. Ich laufe hier sowieso ein bisschen bekloppt in der Gegend rum und gleich wieder zurück. Beim nächsten Mal geht's an dieser Stelle weiter, wenn wir uns wieder runterbegeben ins Whirling in Rex. Ich freue mich drauf. Es bleibt spannend. Es ist sogar noch spannender geworden als jemals zuvor. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Bis dahin, macht's gut.